Hallo und herzlich willkommen im Heilpraktiker-Volk-Mitgliederbereich. Mein Name ist Franziska Luschas. Heute geht es um eine 44-jährige Klientin und ich möchte Ihnen heute zeigen, was alles möglich ist, wenn Sie ein bisschen offen sind, schon auch ein bisschen Erfahrung haben und vor allem integrativ arbeiten. Ja, fangen wir gleich an. Es geht um eine 44-jährige Abteilungsleiterin und sie kam vor etlichen Monaten mit einem sehr schwammigen Ziel. Weniger Negativität möchte sie spüren und Wut. Ganz wichtig ist hierbei, dass Sie dieses Ziel konkret machen. Sonst können Sie nicht arbeiten. Das ist zu unspezifisch. Schauen Sie da ruhig auch noch mal in den kleinen KVT-Boss. Da habe ich auch noch mal etwas über SMART-Ziele geschrieben. Ein wiederkehrendes Thema dieser Dame war: Sie macht sich Sorgen um den 72-jährigen Vater. Die Mutter war gestorben vor über einem Jahr, plötzlich und unerwartet. Und da ist natürlich ganz viel weggebrochen. Und der Vater lebt jetzt allein in einem großen Haus, mehrere Kilometer weg. Und sie macht sich Sorgen. Dann haben wir durch eine Anamnese, eine kurze Anamnese und auch durch die Makroanalyse, alles das können Sie im kleinen KVT-Boss sich nochmal anschauen, sind wir auf die Grundannahme gekommen. Ich bin für andere verantwortlich. Dazu muss man sagen, Ihre Familie kommt aus Königsberg. Es ist eine Flüchtlingsfamilie. Beide Eltern waren Flüchtlingskinder. Ein Muster, was sich in dieser Familie durchgesetzt hatte, war: Du bist ohne Familie nichts, denn du hast nichts, du kannst nichts, du musst dich neu bewähren. Man hat dir alles weggenommen. Das Einzigste, was du noch hast, ist die Familie. Ansonsten bist du allein. Und bei ihr hat sich da so eine Bewältigungsstrategie, die hat sie von ihrer Mutter übernommen, herausgebildet. Ich muss anderen helfen, insbesondere ihre Familie. Ich muss immer für andere da sein. Nur dann bin ich wertvoll und nur dann bin ich nicht einsam oder allein. Ja, so viel dazu. Kommen wir zum Vater, zur Mikroanalyse in einer ganz spezifischen Situation. Und das war, wie schon gesagt, das Thema hat sie immer wieder mitgebracht. Der Vater nörgelt. Ja, er ruft sie an und sagt: Ich weiß nicht, was ich essen soll. Ich kann nicht einschlafen. Das Bett ist zu hart. Die Kissen sind zu weich. Ich kann deinen Bruder nicht erreichen. Deine Schwester ruft nicht an. Also, sie hat ihn ständig vor Augen, wie er nörgelt, und sie reagiert darauf auch. Die Organismusvariable habe ich jetzt nicht nochmal extra hingeschrieben. Das hatten wir schon mit der Grundannahme. Reaktionen waren: Ich muss ihm helfen, ja, auf einer gedanklichen Ebene. Schuldgefühle: Ich muss doch helfen. Oh mein Gott, ich kann doch meinen Vater nicht im Stich lassen. Auch Angst: Was ist, wenn wirklich was passiert? Dann bin ich dran schuld. Eine gewisse Hilflosigkeit auch, aber auch Ärger. Jedes Mal ich: Ich habe 40 Jahre meinen Eltern zur Verfügung gestanden oder 35 Jahre. Ich habe nie Freunde gehabt, ich habe keinen Partner, ich war immer nur für die Familie da. Ich möchte mein eigenes Leben. Verständlich irgendwo. Kommen wir zu den Konsequenzen. Kurzfristig ist das, was sie getan hat, das hat sie von ihrer Mutter gesehen, Ratschläge geben. Ja? Sie organisiert eine Haushaltshilfe, sie fährt hin, sie putzt, sie macht die Steuer, sie geht einkaufen, sie kocht und so weiter. Das führt natürlich erstmal zur Erleichterung. Jetzt sind wir bei den langfristigen Konsequenzen. Die Grundannahme, ich bin für andere verantwortlich, wird natürlich verstärkt. Der Stresspegel steigt, ihr Privatleben, naja, sie hat fast kein Privatleben und gesundheitliche Probleme folgen ganz zeitnah, kontingent kann man sagen, ja, merkt sie nach dem Gespräch oder schon während des Gesprächs mit dem Vater oder nur wenn sie dran denkt. Im Sinne der klassischen Konditionierung, dann macht sich ihre Lendenwirbelsäule bemerkbar. Sie bekommt Migräne, teilweise beim Telefonieren hat sie Magenschmerzen, Verspannung, ihr ist übel. Ich bin erst mal lösungsorientiert vorgegangen. Das heißt, ich habe die Stärken und Ressourcen, die sie schon mitgebracht hat, genutzt. Wie? Sie hat gesagt, sie erfindet sehr gerne Geschichten. Sie ist da sehr fantasiereich. Ja, das habe ich auch schon gemerkt.
dass solche Leute, das ist eine Fähigkeit meines Erachtens, ihre Talente in Anführungszeichen nutzen, um sich schlechte Gefühle zu machen, weil sie sich Horrorszenarien in den buntesten Bildern und in den intensivsten Vorstellungen im Kopf immer und immer kreieren. Ja, wie kann man denn das? Gehen wir gleich weiter. Wie kann man denn das nutzen? Beispielsweise in einem Freude- bzw. Dankbarkeitstagebuch. Auch wenn jemand sagen sollte, ich habe noch nie was Schönes erlebt. Das ist möglich, insbesondere bei sehr depressiven Menschen. Da ist ja ein Wahrnehmungsfilter vor ihrem Geist geschaltet, der sowas gar nicht zulässt in der depressiven Phase. Und deshalb kann man dann beispielsweise diese Fantasie auch nutzen, um etwas Positives zu kreieren. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist eine eine Trainingsübungssache. Was sie gemacht hat, sie ist in den Stadtpark gegangen in Nürnberg, hat Rosen fotografiert, wunderschöne Blumen, alte, große Bäume, die Farben, Vögel und hat sie dann über Computer ausgedruckt und hat sie in ihr Dankbarkeitstagebuch reingeheftet und hat dazu eine kleine Geschichte geschrieben. Sie hat angefangen, ihr Gehirn zu nutzen, anstatt wie bisher benutzt zu werden im Sinne der Konditionierung. Einen Wohlfühlanker haben wir auch installiert an ihrem Handgelenk und wer die CNX-EFT-Methode kennt, weiß, dass man zum Schluss an die Hand fasst, tief einatmet, Luft anhält, ausatmet, Frieden und Danke sagt. Und dabei fasst man ums Handgelenk, drückt fest zu, man ankert praktisch das gute Gefühl. Das muss man vorher natürlich auch üben. Entspannungstherapeuten fällt das manchmal etwas leichter. Ja, installiert man, ankert man dieses positive Gefühl an das Handgelenk. Kognitive Umstrukturierung, da verwende ich vor allem Duwork. Ganz wichtig, ja, dieser Gedanke, ich muss meinem Vater helfen, er braucht meine Hilfe, ist das wirklich wahr? Ja, es ist wahr, kannst du dir hundertprozentig sicher sein? Ich sage natürlich, sie ist ganz klar, ich bin nicht Baron Katie. Nein, ich kann mir nicht ganz sicher sein, ich weiß es nicht, das ist nur mein Gedanke. Wie geht es Ihnen ohne diesen Gedanken? Umgekehrt, wie geht es Ihnen mit diesen Gedanken? Und das war schon mal ganz gut, indem sie da auch in der Vorstellung reingegangen ist und hat gemerkt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, nicht nur gemerkt, sondern erfahren über ihren Körper. Dazu habe ich dann noch die Pfeilabwärtstechnik eingebaut aus dem sokratischen Dialog. Ja, und was ist das Schlimmste dabei? Was wäre das Schlimmste, wenn Sie nicht helfen? Was wäre das Schlimmste, wenn Sie nicht helfen, wenn Sie nicht hinfahren? Was sagt das über Sie aus? Ja, solche Dinge. Und wir sind dann immer tiefer und immer tiefer gekommen. Ein ganz wichtiges Element des integrativen Transformationsprozesses ist die CNX-EFT-Entspannungsübung, die Grundtechnik. Das ist auch eine Musterunterbrechung, Ängste, Sorgen, Unruhe, das abzubauen. Jedes Mal, wenn ich angespannt bin, wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ja, ich schaue aufs Telefon, die Klientin schaut aufs Telefon und dann, oh mein Gott, bald ruft er wieder an. Er spricht schon auf dem Anrufbeantworter. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Anstatt dann wieder in den alten Mustern zu verweilen, wendet sie immer mehr die CNX-EFT-Grundtechnik an, über dem Auge, neben dem Auge, unterm Auge klopfen, Schlüsselbein, Handgelenk drücken, gleich los und gehen lassen. Das ist ganz wichtig, damit sie wieder klar im Kopf wird, damit diese ganze Gedankenschicht abgetragen werden kann, sofort und auch der Körper sich dementsprechend entspannen kann. Wichtig dabei ist natürlich die Regelmäßigkeit. Regelmäßig, sprich täglich mindestens zweimal 5 Minuten. Und wenn die Klienten dann auch merken, dass das sehr hilfreich ist und dass das wirkt, dann machen die das auch freiwillig. Hausaufgaben ist natürlich ganz wichtig und ich habe Eckhart Tolle empfohlen, eine neue Erde des Buches relativ strukturiert. Ich mache das nicht mehr jedem Klienten, aber die meisten kennen mich über bossimkopf.de. Und die sagen, sie arbeiten doch mit Eckhart Tolle und Baron Katie und deshalb habe ich sie gefunden. Und dann haben sie noch die kognitive Verhaltenstherapie. Das finde ich toll. Also das heißt, wenn ich merke, die Leute sind aufgeschlossen und schauen ein bisschen über ihren Tellerrand drüber und wollen ein bisschen tiefer gehen, dann empfehle ich immer auch eine neue Erde von Eckhart Tolle. Eine
Regelmäßige Hausaufgabe, die ich immer aufgebe seit der ersten Stunde, ist, dass ich die Klienten Notizen zur Sitzung machen. Ja, einfach die Sitzung, die Beratung, das Gespräch nochmal niederzuschreiben, die wichtigsten Stichpunkte, was haben Sie gelernt, was können Sie mitnehmen aus der Sitzung, was wenden Sie schon erfolgreich an, wo hapert es noch, und dann merke ich auch, aha, so weit sind Sie schon, das haben Sie kapiert, da brauchen Sie noch ein bisschen, wo können wir ganz gezielt arbeiten. Denken Sie mal dran, wir sind hier in der Selbstzahlerpraxis, wir haben nicht die Zeit wie über die gesetzliche Krankenkasse. Und da denke ich auch kaufmännisch, ich möchte das auch gar nicht ewig lang rauszögern, sondern möglichst effizient, selbstwirksam und nachhaltig soll dieser Prozess vonstatten gehen. Ja, dann auch nochmal de Work, machen Sie de Work mit Ihren Gedanken. Und als Hausaufgabe beispielsweise, ich muss anderen immer helfen. Ja, wenn ich anderen nicht helfe, dann bin ich nichts wert. Fast für jeden Klienten ist die Meditation gut. Manche schaffen es nicht. Da gebe ich andere Hausaufgaben auf, wie beispielsweise CNX-EFT-Grundtechnik. Aber Meditation zusätzlich noch zur CNX-EFT-Grundtechnik natürlich dient dazu, den Geist zu klären und zu strukturieren. Es ist eine Achtsamkeitsübung. Ich schule meinen Geist, damit ich überhaupt erstmal in der Lage bin, mich zu fokussieren. Und das wirkt auch nochmal wie ein Verstärker für den gesamten Prozess. Häufig empfehle ich den Jack Kornfield Meditation für Anfänger. Ist denn das? Interessant ist vor allem das 10x-EFT Matrix Retraining. 10x-EFT Matrix Retraining. Es geht da um die Bearbeitung von inneren Gefühlen bzw. Stressoren durch den emotional-imaginativen Transformations- bzw. Loslassprozess im Rahmen vom CNX-EFT. Ganz kurz, was das ist, ich werde da nochmal an anderer Stelle ein Video halten. Innere Gefühle sind die Gefühle, was das jüngere Selbst, das Echo in der Situation erlebt hat. Also äußere Gefühle sind das, wenn die Patientin dran denkt, mein Vater hat gestern Abend angerufen. Wie habe ich mich da gefühlt? Beziehungsweise wenn ich daran denke, wie fühle ich mich jetzt? Das sind die äußeren Gefühle. Die kann man relativ gut bearbeiten mit dem CNX-EFT, mit der Grundtechnik. Aber jetzt kommt's. Wir können auch mit dieser Technik zurückgehen. Das nennt sich Matrix Retraining. Also wir gehen innerhalb des CNX-EFT-Prozesses zurück und schauen, wie guckt das jüngere Selbst, während es telefoniert mit dem Vater, wie geht es dem? Da kann man ganz viel auch in Trance arbeiten. Das ist sehr, sehr wirksam. Und was der Klientin da hochgekommen ist nach der Bearbeitung, war die Erkenntnis, wenn Papa nörgelt, geht es ihm gut. Ja, und das kam relativ spontan. Das ist jetzt natürlich nur eine Erkenntnis von vielen, aber der Vater, der war ganz häufig Thema und die Angst, ja, die Hilflosigkeit, der Ärger. Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Immer ich, kann sich sonst keiner drum kümmern. Ich muss mich drum kümmern. Ja, sie hat es nicht ausgehalten, dass ihr Vater nörgelt. Für sie war das praktisch der Hinweis, wenn er nörgelt, muss ich was tun. Ja, so eine richtige klassische Konditionierung, Reizreaktion. Und sie hat überhaupt keine Wahlmöglichkeit. Sie konnte sich nicht entscheiden, will ich nicht. Inzwischen kann sie sich entscheiden. Ohne Schuldgefühle und ohne, und das habe ich häufig erlebt, negative äußere Konsequenzen. Ja? Also durch das Bearbeiten im Rahmen des 10x-EFT Matrix Retrainings kamen ihr Dinge hoch. Das ist das Schöne, wenn man wieder mit dem präfrontalen Kortex verbunden ist und nicht mehr so viel in den limbischen Gefühlen unten oder sogar am Hirnstamm ist. Ich bin da sehr transparent, deshalb wissen Klienten bei mir, was sind Grundannahmen, was sind automatische Gedanken, wie ist das alles entstanden. Ja? Und sie sagt, wenn ich eine Organismusvariable habe, beziehungsweise ein Schema, was da heißt, ich bin nur wertvoll, wenn ich meiner Familie helfe,
Dann hat doch mein Vater auch Grundannahmen und auch eine Organismusvariable. Und ich weiß aus den Erzählungen meiner Mutter und Großmutter, dass mein Vater schon immer genörgelt hat. Schon immer, schon immer, schon immer. Schon als kleines Kind. Und das ist seine Geschichte. Und es war schon immer so. Und dann schaut sie mich an und sagt, Frau Luschas, und ich will ihm das Nörgeln wegnehmen. Wie gestört ist das denn? Das ist Wahn. Und da musste ich lachen, weil ich gedacht habe, wow, da sitzt eine kleine IKVT-Trainerin vor mir. Ja, eine selbstbewusste, reflektierte, selbstreflektierte Person, die kritisch denkt. Ja, mein Vater hat doch auch eine Grundannahme, hat auch seine Vergangenheit und das, was ich mache mit meinem Muster, ich verstärke das. Und was noch viel wichtiger ist, wenn er nörgelt, dann ist er gesund, dann geht es ihm gut. Weil wenn er nicht mehr nörgelt, dann ist er so kraftlos, krank oder was auch immer, weil ihm dann vielleicht die Energie fehlt, dann stimmt was nicht. Das hat gereicht, dass sie seit 3, 4 Monaten, dass der Vater kein Thema mehr ist. Wir arbeiten jetzt an den anderen Dingen. Natürlich gibt es da noch mehr zu bearbeiten. Aber der Vater, der sonst bei jeder Sitzung in einem Raum stand, mit dem Nörgeln, ja, was auch ein bisschen aufgehalten hat, hat sich durch diesen Dreh, wenn Papa nörgelt, geht es ihm gut, ist praktisch verpufft, hat sich aufgelöst. Das ist aber nur möglich. Relativ schnell geht es vonstatten, wenn Sie integrativ arbeiten. Ich kann das, ich mache das schon eine Zeit lang mittlerweile, habe sehr gute Erfahrungen und vielleicht konnten Sie das eine oder andere für Ihre Praxis oder für Ihren Alltag, für Ihre Selbsterfahrung mitnehmen. Dann wünsche ich Ihnen was. Bleiben Sie weiterhin dran, schauen Sie über den Tellerrand, schauen Sie immer auch ein bisschen in sich hinein, ja? Welche Gefühle löst das in mir aus, welche Gedanken, wie reagiere ich? Ja? Immer auch schauen. Auf die Übertragung, auf die Gegenübertragung ist auch ganz, ganz wichtig. Und arbeiten Sie an sich, bleiben Sie dran. Nur so können Sie wirklich gute Therapie machen, gute Beratung, wenn Sie authentisch sind, aufgeräumt, wachsam, empathisch, echt zuhören. Und das geht natürlich nur, wenn Sie im Hier und Jetzt sind und wenn Sie das Gedankenrad abstellen können und wirklich präsent sind. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Franziska Luschas.